Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal ein paar Pizzabrötchen. Wir verkneten Mehl, Backpulver, Quark, Milch, Öl, Salz, Zucker, Speckwürfel, geriebenen Käse und Röstzwiebeln. Damit haben wir jetzt die Teigmasse fertig. Jetzt nehmt ihr ein Backblech, legt das mit Backpapier aus und dann formt ihr aus dem Teig kleine Bällchen, die ihr dann auf das Backblech legt. Und so verarbeitet ihr dann den ganzen restlichen Teig. Dann backt ihr die Brötchen bei 180 Grad ungefähr 30 Minuten. Und so sehen die Pizzabrötchen jetzt fertig gebacken aus. Ich habe euch hier auch mal eins aufgeschnitten, damit ihr das auch mal von innen seht. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.